Hi zusammen. Das ist jetzt gerade bestimmt schon 6 oder 7 Mal, wo ich versuche, irgendwas zu labern hier und irgendwie klappt nicht so, wie ich will. Ich lasse einfach laufen und mal gucken, was da am Ende rauskommt. Dann kann ich ja wieder loschen und neu anfangen. Alles gut. Es geht ja sehr leicht, das. Nur schwierig ist, was hier zu sagen. Ich möchte sehr gerne drei starke Sprühflüssigkeiten euch vorstellen. Und es geht um Capro Reload, das erste, was ich jetzt gerade auch auftrage. Das zweite ist von Liquid Elements, Close Post. Das dritte ist das ADBL, letzte Zeit sehr bekannt, sehr berühmt geworden. Und das wundert mich langsam selber auch, warum oder womit. Aber das können wir gleich auch in meinem Test auch mit schauen. Was für Vorteile haben wir damit? Was für Nachteile ist das? Ob der überhaupt besser ist als andere oder in welchem Verhältnis ist der besser, weil ich schaue auch selber einige Videos in YouTube und ja, einige machen schon sehr gut, auch sehr richtig alles, aber einige wirklich, die vergleichen irgendwelche Sprühversiegelungen miteinander, was verschiedene Charaktere haben und das passt einfach nicht zusammen. So, ich habe drei starke Sprühversiegelungen genommen, nach meiner Meinung, die wirklich im Test zusammenpassen und was jetzt herauskommt, können wir selber sehen oder zusammenschauen, was herauskommt. Ich trage gerade jetzt von dem Liquid Elements das Gloss Post und das ist wirklich einfach zu bearbeiten, ist auf jeden Fall große Schmierengefahr, aber wie gesagt, wenn man ein paar Mal gemacht hat, ist auch easy leicht, weil das geht um Sprühversiegelung. Dabei kann man nicht irgendwas machen, wo man sagt, am Ende es muss auspoliert werden oder wie auch immer, wie Beispiel bei einem starken Wachsen, wie bei Soft 99, so bekannte zum Beispiel, oder bei Keramik oder wie auch immer. Sprühversiegelung nutzt man ja eigentlich dafür, dass man ganz schnell einen guten Schutz bekommt, vorübergehend oder vielleicht für 1, 2 Monate dann wieder. Und was erwarten wir überhaupt von Sprühversiegelungen? Das ist das wichtigste Thema überhaupt, weil einige nutzen Sprühversiegelungen wie richtige Versiegelungen, kann man machen, aber man kann ja auch nicht sagen, ich mache nur Sprühversiegelung und es ist besser, als wenn ich Keramik mache oder was auch immer, weil die vergleichen einfach miteinander zwei verschiedene Produkte, überhaupt zwei verschiedene Sachen und das darf man nicht. So wie einige Sprühversiegelungen miteinander nicht vergleichen kann und darf. So, in diesem Fall haben wir jetzt dritte, die ADBL, sehr bekannte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das richtig ausspreche, aber ja, so wie ich das lese, ADBL, einfach ADBL. Und er ist wirklich mega leicht zu auftragen, bearbeiten, ich sage mal ganz ehrlich, mit einer Mikrofasertuch, eine gute Mikrofasertuch kann man wirklich halbe Auto, ja, da rutscht ja wieder was runter, aber das ist wirklich, das bei den Liquid Elements, der hat sehr, sehr höchst glattes Effekt und der Lacklitter ist einfach in Höhenniveau bei den Liquid Elements und der rutscht einfach alles runter. So, und gerade bei ADBL waren wir und ich sage mal ganz ehrlich, mit einem Lack kann man ganze, ja, ganze Auto nicht, aber halbe Auto auf jeden Fall mit einem guten Mikrofasertuch schmierenfrei machen. Und ja, die Schmieren kann nur entstehen, wenn man wirklich einfach vielleicht extra machen möchte oder wenn man gar nicht aufpasst. Ne? Wie gesagt, ansonsten, das ist sehr leicht und ganz schnell gemachte Sache. So, für mich ist ADBL auch sehr neu. Bis jetzt habe ich bestimmt 10 bis 20 Autos nur gemacht damit und bin zufrieden, aber ja, das Aber kommt jetzt und oder vielleicht Ende des Videos, was ich damit meine. Und zwar hier jetzt sehen wir auch bei der Liquid Elements zum Beispiel super, also super Glätte ist da. Und gleich teste ich direkt hinterher das vielleicht Farbvertiefung, vielleicht haben wir Lackauffrischung da. Und da sieht man schon ganz schnell bei der Liquid Elements ist da was auf jeden Fall. Und aber bei dem Capro, der Farbauffrischung ist tatsächlich da. Und ja. Also richtig da. Also nach meiner Meinung für den Sprühversiegelung ist mega. Und das können wir gleich direkt hinterher sehen. Wie gesagt, ich habe das Video schon bestimmt jetzt gerade noch 4, 5 Mal gesehen.
Und bei Drehung auch habe ich geachtet und direkt entdeckt, was von Farbvertiefungen hatten wir gehabt an einige Produkte. Und gerade bei den Liquid Elements und Capro auf jeden Fall super. Und ja, bei den ADBL können wir gleich schon sehen. Ich lasse euch mal überraschen, was da passiert ist. Ja, bei den Farbvertiefung oder Farbauffrischung. Weil, wie gesagt, man freut sich immer auch bei so einer schnellen Sache, wenn man auch leichte Farbvertiefung hat oder Farberfrischung, so wie jetzt diesen Fall hier. Man sieht ja direkt, ja, da ist auf jeden Fall was. Man erwartet nicht jetzt, dass der starke Kratzer oder sowas weggeht, aber dass man sagt, ja, minimale Mikrokratzer vielleicht wegzutun. Und gerade bin ich am Suchen, wo der ADBL vielleicht aufgetragen ist, aber sieht man kaum was. Also ja, gerade in Kamera ist schwer sogar was zu schnappen, aber so, ja, so direkt könnte man auch so nicht direkt erkennen. Aber bei den Liquid Elements und Capro Reload ist auf jeden Fall da. Ja, und da können wir jetzt mal auch richtig erkennen, die Linie und die Farbvertiefung. Und ich würde ganz ehrlich sagen, wenn, ja, Spülversiegelung muss nicht unbedingt das können, aber wenn das kann, ist schon mega. Also ich stehe drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel Spülversiegelung aufgetragen habe und dann sehe ich auch leichte Farbvertiefung oder wenigstens minimale muss schon da sein, denke ich jetzt für mich. Sonst macht das auch keinen Sinn. Optik muss ja auf jeden Fall sein. Ne? Auge ist mit, sagt man ja so. So, dann können wir gleich direkt hinterher, ja, mit dem Abbell-Effekt anfangen und so das sogenannte Beading, und das sehen wir auch auf jeden Fall bei den Capro. Es ist mega, mega Abbell-Effekt. Also, mir reicht das theoretisch, wenn man sagt, für den Sprühversiegelung, was ich ganz schnell aufgetragen habe, so ein Abbell-Effekt, und gerade so wie auch bei Liquid Elements, es ist auch einfach ja. Einfacher gemacht, und ja, dabei habe ich auch schöne Abbelleffekt. Das bis zum 2 Monate sollte schon reichen. Dazu kommen wir bei den ADBL auch deutlich, deutlich auf jeden Fall ist er da. Also Abbelleffekt ist auf jeden Fall, ja, ich würde sogar sagen, besser wie bei den anderen. Da sieht man auch, leichter Unterschied ist auf jeden Fall da. Also wie denn bei den ADBL, Capro und Liquid Elements. Also ich würde sagen, Liquid Elements und Capro sind die sehr nah, so wie bei den Farbvertiefung oder Farbauffrischung, aber auch bei den Abwelleffekt. Da sieht man auch nah, wie das so gut schön alles runterläuft. Und ja, bei den Liquid Elements auch. Mega. Die beide sind auf jeden Fall meine Favoriten. Und ADBL, das ist mega einfach. Abbelleffekt sehr fein. Ich würde sagen, leicht besser sogar als die beiden. Nun habe ich mir gedacht, okay, der Abbelleffekt ist da, aber was ist, also Beading ist da, was aber mit dem Sheeting? Und ja, das zeigt der Reload auf jeden Fall gute Ergebnisse, so wie der Liquid Elements auch. Leute, nicht vergessen, das ist sehr wichtig zu wissen. Die Versiegelungen, was wir auftragen, Sprühversiegelungen meine ich damit jetzt, ne? Wir können kein Wunder erwarten. Also jetzt nicht so wie bei der Keramik oder bei so teuren Wachsen oder auch günstigere Wachsen, ist ja egal, welcher Preis, was man sagt, richtige Wachs vergleichen mit einem Sprühwachs, das ist falsch, das ist immer falsch. Was man schneller machen kann und was es für Schnelles gedacht ist, es ist nicht für dauerhaft oder für langere Zeit gedacht. So, da ist mir aufgefallen, mit dem Glasreiniger zu reinigen. Und warum mache ich das? Weil der Glasreiniger enthält ein bisschen Alkohol und der reinigt auf jeden Fall super. Also Glas reinigt er sehr gut. Und dachte ich mir, was passiert, wenn wir mal den Motorhaube damit reinigen? Ob da was noch bleibt oder vielleicht verändert sich gar nicht. Und das können wir direkt sehen, was da so passiert. Ja, so pellt noch ein bisschen ab, gerade den Glasreiniger kommt sogar runter. Und bei den ADBL ist mir aufgefallen, dass es alles noch so drauf bleibt. So einfach, ne, ob das jetzt da nichts wäre.
wie jetzt bei der linken Seite, was wir sehen, was ja nichts versiegelt ist. Und ja, bei den ADBL ist so ähnlich geblieben. So, dann kommen wir mit dem Mikrofasertuch und reinigen das Ganze. Also das muss man ja nicht machen, aber ich habe das jetzt getestet, um zu vergleichen, was passiert vorher und nachher. Und da sehe ich schon, ja, bei den ADBL war das so ähnlich wie bei den unversiegelten Seite, und bei den Liquid Elements ist ja so genauso geblieben wie vorher. So sieht das jetzt auch aus. Und bei den Capro ist auf jeden Fall auch so ähnlich wie bei den Liquid Elements. Wie ich schon sagte, ich vergleiche den Capro und Liquid Elements, the Closed Boost, zusammen sehr nah. Also die stehen bei mir sehr nah. Nur halt, ja, Closed Boost hat auf jeden Fall mehr Glätte und Reload hat mehr Farbverfrischung. Also das ist so eine Sache halt. So, da haben wir alles gereinigt. Und da wollte ich ja nochmal testen, und da rutscht der Mikrofaser doch ganz schnell, aber ganz langsam, wie auch immer, runter. Hauptsache, dass er runterkommt. Und bei der, ja, Capro-Seite bleibt er liegen. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Nicht Negatives, aber hat er einfach nicht diesen Charakter, was der Liquid Elements, also der Closed Boost hat. Und ja, bei den ADBL überhaupt nicht. Also bei den ADBL sollte man keine Lackglätte erwarten, überhaupt nicht. Also für meine Meinung hat er kaum Lackglätte. Ja, und da sehen wir jetzt bei dem Reload, dass der noch, ja, dass der noch abhält, nicht mehr so stark wie vorher. Habe ich auch nicht mehr erwartet, aber das ist schon gut, wie er ist. Und ja, bei den Liquid Elements, also Gloss Boost, hat schon mehr oder hat besseres Abhelleffekt. Man sieht ja den, ja, die Tropfen wie Bälle da noch. Und dann kommen wir zu den ADBL, und ja, da ist der fast alles weg. Also ich habe solche Gefühle gehabt, ob ich das alles umsonst gemacht habe, ne? Also bei den ADBL. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt, sage ich mal so, fast Stunde investiere für das Auto und ja, versiegele ich mit dem Produkt, und am Ende kann ich mit einem einfachen Glasreiniger, ja, runterreinigen, sage ich mal so, dann sage ich mir, mache ich das dann gar nicht, ne? Also ja, für den Test jetzt, was ich gemacht habe mit dem Glasreiniger, vielleicht sollte man nicht machen, aber ja, ich denke mir immer daran, wenn ich jetzt, ja, wenn ich den versiegelt habe und danach möchte ich Glas reinigen, die Scheiben reinigen, und zufällig komme ich an den Lack, soll er noch, ja, da sein, ne? Ja, wie gesagt, das ist ja so eine Sache, meine Meinung, meine Theorie, muss nicht unbedingt, aber man sieht ja bei den Liquid Elements oder bei den, ja, Capro, da ist noch was, oder da ist noch viel mehr als was, wenn man vergleicht mit dem ADBL. Also hier sind die Tropfen ein bisschen flacher als bei den Liquid Elements, aber bei den ADBL ist gar nicht mehr da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen für Liken, für Abonnieren vielleicht auch kleine Kommentare hinterherlassen, und ja, bis zum nächsten Mal.